Hatten wir vielleicht in der Vergangenheit bisher ein falsches Bild von Gesundheit und Krankheit? Ich glaube, auch da wieder das Gleichgewicht. Es gibt eine Gesundheit und eine Krankheit und das Feld ja, ist nicht abgespaltet. Das ist eigentlich ein Einheitsfeld. Und wenn das im Gleichgewicht ist, dann ist das auch gar kein Thema. Das falsche Bild, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass jeder Mensch immer das Bild hat, das ihm vermittelt wurde. Ist auch ganz stark geprägt von der eigenen Kindheit, der eigenen Prägung des Elternhauses. So hat jeder auch eine unterschiedliche Einstellung. Und ich habe auch gemerkt, dass genau in dieser Zeit auch viel vom Feld von hinten kommt, also vom Ahnenfeld. Das heißt, wenn zum Beispiel in Familienfeldern Krankheit ein Thema war oder in der Erinnerung der Zelle diese Krankheit noch drin ist, dann ist es so, dass Menschen dann überreagieren in Zeiten dieser Veränderung, dieses Wandels. Muss überhaupt nicht sein, aber es kann dann auch blockierend sein, dass dann Informationen aus alten Geschichten, seien dies Seelenspeicher, seien dies Erinnerungsspeicher, seien dies Ahnenspeicher, das können x-fältige Speicher sein, die dann reinquietschen in dieses Bewusstsein. Und in der Essenz sind wir ja Licht. Ich meine, da müssen wir uns nicht unterhalten drüber, das ist einfach, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Alle Religionen sind sich da einig, wenn wir irgendwann einmal dieses Feld verlassen, da bleibt eine kalte Hülle liegen. Und dann heißt es ja, er ist gegangen oder sie ist gegangen. So ist es. Und in diesem Sinne geht es darum, dass wir diese Hülle, die irgendetwas beseelt, begeistert, belebt, dass wir diesen Spirit, den wir haben, dieses Bewusstsein, der in uns lebt, auch in der Form bedienen, wie auch dieses Körper- und Erdenbewusstsein ist, die Schwingung. Und die passt sich immer, immer mehr und mehr an. Wenn wir uns zurückbesinnen, vor Jahren gab es zum Beispiel die Zeit, also x Jahre zurück, war das Stillen normal. Und dann kam irgendwann, ich sage jetzt irgendetwas aus der völligen Normalität, dann kam irgendwann die Idee, dass es da noch Babymilch gibt. Und dann haben die Mütter gemeint, das ist das Beste. Ist auch ein Trend. Und dann irgendwann haben die Mütter gemerkt, diese Natur ist doch gar nicht so falsch. Wir können auch wieder stillen und hat sich das wieder, das Bewusstsein hat sich verändert. Das heißt nicht, dass die Mütter, die nicht gestillt haben, die haben das Beste gemacht zu der Zeit, was für sie das Beste war fürs Kind, weil jeder will ja immer das Beste. Und so hat es diese Evolutionsprozesse immer gegeben, auch mit den Tabletten. Ich meine, was ist es für ein Segen, als vermutlich das Penicillin auf die Erde kam oder was immer, oder als das wirklich dann umsetzte dieses Wissen. Und irgendwann hat sich das auch wieder verdichtet, dass man wieder vielleicht das Gleichgewicht verloren hat, auch in dem Bereich mit den Medikamenten. Und das heißt nicht, dass diese Medikamente keine Schwingung haben. Im Gegenteil, auch diese helfen, eine Schwingung auszugleichen. Es ist einfach eine grobstoffliche Reform. Und dieses Bewusstsein verändert sich immer und immer wieder. Und so gibt es Menschen, die reagieren zum Beispiel wunderbar auf homöopathische Globuli oder Konstitutionsmittel oder was auch immer, das da verschrieben wird von der Fachperson. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ich kann überhaupt nichts anfangen mit dieser Homöopathie und legen es wieder in den Schaft. Und gibt es Menschen, die sagen, okay, und für mich sind genau die Schüsslersalze sind das Richtige. Und der eine sagt dann wieder, die Blütenmedizin ist das Richtige für mich, also Schwingungsmedizin. Und so weiter und so fort, bis wir dann irgendwie weiterwachsen und ins kosmische Bewusstsein kommen. Ich habe zum Beispiel schon vor Jahren, ich habe die Ausbildung auch gemacht, einen Ausbildungsdurchlauf in der neuen Homöopathie nach Körbler. Und das ist ganz viel auch im Bewusstsein der Informationsmedizin. Und für mich war das auch kinderleicht. Das war vielleicht völlig normal. Ich habe gedacht, völlig logisch. Ich musste, das ist so ein inneres Wissen, das war so wie da. Und dann habe ich den, ich kann mich gut erinnern, habe ich dann gesagt, Schüsslersalz nehme ich doch geistig ein.
Und da haben wir da mit dieser Einhandroute, ich nehme sie gleich zur Hand, also wisst ihr, was ich meine, also diese Einhandroute haben wir dann ausgetestet und geschaut, die Daniela hat jetzt das geistig eingenommen, dieses Schüsslersalz zum Beispiel, wenn alle wissen, was das ist so eine Prägung, ganz wenig Prägung eigentlich auf einen Träger, zum Beispiel Milchzucker oder Kartoffelstärke oder was immer. Und das kann man dann einnehmen als Informationsmedizin, auch für die Zelle, dass die Zelle wieder das Bewusstsein hat, dass da vielleicht der Stoff Eisen besser aufgenommen wird oder dass da der Stoff Kalium oder Natrium oder was immer besser aufgenommen wird. Ja, dann habe ich das geistig eingenommen. Und dann haben die geschaut, meine Freunde zu der Zeit, das war schon einige Jahre zurück, haben dann geschaut, oh, hat das geklappt? Und dann haben sie wieder ausgetestet und gesehen, die Daniela, ja, aber ich habe denen das total nicht verraten, wann ich es richtig eingenommen habe und wenn ich es einfach nur geistig eingenommen habe. Und das war für mich so auch eigentlich ein Schlüsselerlebnis, merke ich gleich, dass das für mich völlig normal war, dass wir alles in der geistigen Form einnehmen können, wenn wir wollen und wenn das unser Bewusstsein zulässt. Ich sage aber nicht, dass das für alle richtig ist. Es gibt doch diese Frage, are you ready? Bist du bereit, einzutauchen in ein Energie-Upgrade mit den Sternenvölkern? Ja, ich freue mich so sehr, dich hier an dieser Stelle einzuladen für etwas ganz, ganz Schönes. Ja, als Lichtfamilie tauchen wir ein in die Energie, in die Energien auch der neuen Zeit. Denn mein Dienst ist es auch, Lichtkanal zu sein für Energien der neuen Zeit. Und genau da freue ich mich, dich auch mitzunehmen, auch dir ein paar Werkzeuge zu zeigen der neuen Zeit, dich daran zu erinnern, an dein wahres Wesen. Sei dabei. In Liebe, Daniela Christina Planzer.